Also Silvester ist für uns was ganz, ganz Besonderes. Wir spielen auf allen drei Bühnen und haben also wirklich ein Programm, kann man sagen, für jeder Mann, Schrägstrich jeder Frau. Und das ist eine ganz schöne Atmosphäre. Es kriegt jeder ein Glas Sekt, die Leute sind sehr entspannt. Und wir haben jetzt im Forum 1 spielen wir von Stefan Vögel, das ist Stück Die Niere. Mhm. Im Forum 2 die große neue Heinz-Erhardt-Show und im Forum 3 Lachen mit Loriot. Also es ist wirklich ein breit gefächertes Programm. Und es gibt auch Leute, für die es auch schon Tradition ist, dass sie zu uns zu Silvester kommen. Und das ist einfach, das ist wie eine große Theaterfamilie. Es ihm gebrach an Sauerstoff. Da dieser für die Atmung wichtig, verschied Herr Fips. Er lag gleich richtig. Aber die Leute lieben es. Es gibt ja viele, die wollen ja jetzt nicht auf einen Silvesterpfad gehen oder wollen jetzt irgendwo auf eine Silvesterparty, sondern wollen also wirklich gepflegt hier einen Abend verbringen und dann irgendwo essen gehen. Und das hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt auch viele junge Leute, die sagen, na, das ist diese Knallerei, das wollen wir nicht. Das haben wir eh schon erlebt. Und dann gibt es hier im Theater wirklich eine ganz tolle Atmosphäre und das Publikum kennt mich, ich kenne teilweise das Publikum. Es ist wirklich schön und ich muss auch jetzt auch anlässlich dieses Jahreswechsel mich auch ganz herzlich bei meinem Publikum bedanken, die also wirklich mir so die Treue halten. Verwutzer bewenden, ohne als Bewender verwutzen, gell? Vielen Dank, Frau Direktor. Bitte, bitte. Es geht schön langsam aufwärts, absolut. Also man spürt es, aber von dem, was einmal war, sind wir noch weit entfernt. Aber das Publikum kommt schön langsam wieder zurück, die Häuser füllen sich wieder und irgendwie merkt man auch, dass Theater etwas absolut Lebensnotwendiges ist. Und Theater kann nicht durch Streaming ersetzt werden und schon gar nicht dem neumodischen Wort KI. Das geht nicht, weil es muss, Theater ist live. Und das ist auch der Unterschied zwischen Theater und Film. Im Film können Sie sämtliche Unpässlichkeiten korrigieren. Im Theater, was draußen ist, ist draußen. Und das ist aber auch das Schöne am Theater. Und es hat auch heute bei der Schlussvorstellung von der Niere hat auch Markus Strahl, der ja mit seinem Ensemble hier gastiert, verkündet, dass nächstes Jahr zu Silvester spielen wir die Pension Schöller. Und da war ein Riesenapplaus im Publikum. Also die Leute freuen sich und die sind ausgehungert nach Unterhaltung. Und auch im Untergeschoss die Heinz-Erhardt-Show bestens bekannt. Und Loriot ist ja für seinen deutschen Humor bestens bekannt. Ja, jetzt, nachdem wir den Jahreswechsel haben, was würdest du sagen, was waren so die Highlights im vergangenen Jahr? Die Highlights waren, dass wir von der Produktionsauswahl so eine breite Palette gehabt haben. Das Publikum war sehr zufrieden, hat uns auch sehr die Treue gehalten. Und ja, wir haben Uraufführungen gehabt, Step-Shows gehabt. Es hat sich wirklich viel getan im Haus. Und ich muss aber auch immer wieder dazu sagen, dass ich ja drei Bühnen bespiele. Das heißt, da kann ich also wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und das Publikum weiß genau, da gibt es manche, die gehen nur ins Kabarett, manche, die schauen sich nur die Komödien an, manche nur Tanz. Aber es gibt ja alles. Wir haben alle Sparten der darstellenden Kunst kann man hier im Forum sehen. Und das ist wirklich einzigartig. Und was die Leute auch so schätzen, ist die Atmosphäre. Mhm. Weil das ist meine Philosophie, dass jeder, der hier reinkommt, ins Foyer, mutiert sozusagen vom Publikum zum Darsteller. Mhm. Und deswegen ist ja auch alles sehr, sehr fantasievoll ausgestattet. Und die Leute wissen, ich finde es auch immer schön, wenn sie zu mir kommen und sagen, das Forum ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich kann Ihnen sagen, der noch nie hier war, bitte kommen, anschauen. Sie werden sicher dann wiederkommen. Sonst noch, außer ihm. Jetzt fängt sie auch noch damit an. Ich habe immer noch nicht Nein gesagt, verdammt nochmal. Arnold, bitte, spiel mit deinem Turm. Sie hat keine Alternativen. Ihre Mutter ist Alkoholikerin und ihre Schwester hasst sie. Warum haben diese Männer nur keinen Knopf? Es ist Theater in einer fantasievollen Atmosphäre. Es ist natürlich alles sehr klein. Es hat einmal bei einer Behördeninspektion hat einmal der Beamte gesagt, das Forum ist wie die Josefstadt im Mini-Taschenformat. Okay. Und das war eigentlich fast eine Liebeserklärung. Und es ist natürlich familiär und intim. Und ich kümmere mich auch sehr um mein Publikum. Und die Leute schätzen das auch. Und auch die Schauspieler kennen ja auch unser Publikum.
Also es ist eigentlich, ich wünsche mir wirklich fürs neue Jahr, dass das so weitergeht, dass mehr Leute auch noch kommen und dass man auch wieder mehr ins Theater geht. Dass das Theater wirklich in ist. Das, was wir erreichen müssen, wir brauchen mehr junges Publikum. Mhm. Und ich finde das eine tolle Aufgabe von vielen Eltern, die einfach die jungen Leute mitnehmen und sagen, jetzt kommt einmal mit. Und wenn die zufrieden rausgehen, dann haben wir die gewonnen. Genau, man muss das einmal selbst miterleben, das Feeling-Theater, wenn man auf der Bühne die Künstler sieht, das spürt, diese Symbiose, das kann man fast sagen, zwischen Publikum und Künstler, das muss man miterleben und dann kann man durchaus ein Theaterfan werden. Absolut, weil das Publikum merkt die Spielfreude der Künstler und das geht wie ein Funken aufs Publikum und das ist so wie kommunizieren die Gefäße. Und wenn so das Publikum gut ist, sind die Künstler begeistert und ebenso umgekehrt. Und wir haben gerade fürs nächste halbe Jahr, wir haben so viele Produktionen im Haus und wirklich auch Highlights. Es kommen zum Beispiel die Comedian Singers zu uns. Also das ist wirklich eine, kann man sagen, schon eine Oberliga. Und es ist dieser berühmte Hitchcock-Klassiker bei Anruf Mord. Und da spielt noch dazu den Inspektor, der Gerhard Dorfer, den man ja von den Tatort-Krimis als den Inspektor Puttner kennt. Ja? Und es gibt einen Noel Coward. Es gibt so viel hier zu entdecken und zu sehen. Und deswegen nur kann ich nur sagen, anschauen. Oder frei nach Karl Fackers, schauen Sie sich das an. Uns bleibt uns jetzt nur mehr übrig, dir und deinem Team, dem Theater, den Künstlern hier einen schönen Jahreswechsel zu wünschen und ein wirklich mehr als erfolgreiches 2024. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und auch noch einen ganz intensiven Gruß an unser Publikum. Bleibt uns treu und großen Dank an TV21, weil ihr seid sehr, sehr fleißig und ihr macht einen wirklich guten Job. Alles Gute auch an euch. Danke.